Servus, liebe Tischlerstube-Fangemeinschaft. Na, Fangemeinschaft, ehrlich, glaubst du, haben wir schon Fans? Achso, wir reden ja nicht nach der Schrift, wir reden ja so, wie wir reden. Mundart. Mundart. Also für die Zuschauer, Fans haben wir da, Erich und ich nicht. Wir dann da ein altes Tor restaurieren, der Erich und ich, das Tor ist 25 Jahre alt. Und wo Risse entstanden sind, haben wir mit der Oberfräse eine Nutter eingefressen, mit einer Tiefe von ca. 1 cm, haben dann die Leisten eingeleimt. Und jetzt tue ich es da mit Putzhobel, tue das jetzt bündig hoch. Wenn man da jetzt hergreift, Erich, da sieht man dann, dass das ganz bündig gehobelt ist. Vielleicht, dass du hingreifst, ja, das kann man sich Menschen so erzählen, wie man will. Da oben vielleicht, dass du das filmst, Erich, ja. Da sieht man auch, da Masche jede Menge eingeleimt und auf der Rückseite ist eine Sonne. Da haben wir auch viel eingeleimt. Aber die Rückseite werden wir noch nicht sagen. Da machen wir da eigenes. Also. Sagen wir das auch her, Erich. Ja, vielleicht bei der nächsten Tischlerstube. Erich, will auch immer alles so. Nein, will ich gar nicht. Okay. Na, dann verabschieden wir uns. Ich bin jetzt anonym da, das sind die Schwiegereltern. Also wenn Risse sind, kann man die ausfräsen und verleimen. Dann sind damit was für ein Leimmeister? Naja, ich jetzt nicht mit einem. Wir haben es mit einem BU-Leim gemacht. Aber ein Weißleim wäre genauso gegangen. Aber der Erich hat einen BU-Leim gehabt und der wäre abgelaufen in einem Monat. Und jetzt haben wir gesagt, hauen wir den da rein. Nein, vor August haben wir müssen aufbrauchen, weil ab August braucht man Schulung. Ach so, Schulung braucht man auch. Puh, das wird interessant werden. So, Erich, ich will weiterarbeiten. Ja, dann sag tschüss zur Fangemeinde. Tschüss, wir haben ja keine Fangemeinde. Ach so, ja, okay. Zuschauer.